Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir gucken mit dem Lebensbaum heute, was das Leben uns mitteilen möchte, was wir hingewiesen werden, was kollektive Themen sind. Ich bin natürlich gespannt, solange ich hier ein bisschen mische. Alle Infos, die ihr braucht, nehmt ihr bitte der Infobox des Videos oder der Beschreibung, wie sehr viele auch nennen. Da findet ihr alles zu meinen Kanälen, zu der Homepage, zu allem, was ich eben habe oder so mache, damit ich das nicht immer wieder sagen muss und euch damit langweile. Also, wir gucken, was kriegen wir heute als Botschaft. Es zeigt sich irgendeine Situation, die mag dir ein bisschen Kopfkino machen oder du machst dir Gedanken um das Leben von anderen. Vielleicht geht es um eine Freundschaft, vielleicht geht es um ein Kind, vielleicht hast du an sich mit dem Wachstum in Freundschaften irgendein Thema gerade. Es zeigt sich etwas, das sehr hinderlich wirken kann oder von dem du auch genervt bist oder was dich aufregt. Dieser Konflikt betrifft dich und andere. Deine nähere Umgebung, hier habe ich jetzt halt speziell das Thema Freundschaft oder Kinder. Ja, und es wird dir hier geraten, die Themen nicht zu deinem eigenen zu machen, sondern jedem seins wieder zurückzugeben. Also lege da Gepäck ab, mach es dir leichter, steig nicht in das Drama von anderen mit ein. Möglicherweise zeigt sich das alles auch ein bisschen speziell auf der Familienebene, dass man da uneins ist oder in der partnerschaftlichen Ebene, ne? Also ganz oben in der Krone sieht man irgendwie das Gestresstsein durch Konflikte, die dich beschäftigen, aber dir nicht gehören. Bleib dir da selber treu und guck nach dir, deiner Umgebung und den Schätzen, die du um dich herum hast. Also das Fokussieren auf jemand, der ständiges Drama in dein Leben bringt, wäre hier kontraproduktiv. Ich weiß aber, es ist schwer, denn Herzensmenschen oder Leute, die eben empathisch sind, die haben oft auch dieses Ding, dass sie eben sehr treu und sehr loyal sind und dass sie meinen, sie können durch jeden Konflikt mitgehen. Das ist bis zu einem gewissen Grad auch gut, aber es ist eben jetzt nicht deins, das was hier liegt, was sich hier als Thema zeigt. Ja? So, dann habe ich, ja genau, fokussiere mal deine Energie auf das, was du bist, was du hast und wo du deine Energie gut reingibst, denn ich sehe hier, dass dich etwas schon Kraft gekostet hat oder dass es an deinen Kräften auch genagt hat, gezehrt hat. Und hier möchte sich etwas aufzeigen, das dir Energie zurückgibt, wo du dir eine neue Tür öffnen kannst, die die Energie gibt, anstatt nimmt. Da kommt etwas in Fahrt. Und das dir verhilft, eine neue Chance im Leben zu bekommen. Das ist ja allerdings verbunden mit einer Entscheidung, zu der du dich aufraffen darfst. Also das, du wirst praktisch vor die Wahl gestellt, welches Kapitel in deinem Leben braucht eine besondere Tankstelle, nenne ich es mal, um dass du da von Energie schöpfen kannst. Welche verborgenen Wünsche zeigen sich da auch, denen du Energie einhauchen willst? Und es gibt hier Möglichkeiten, schwierige Wege zu verlassen, ja, schwierige Bahnen zu verlassen, den einfacheren Weg zu wählen, vielleicht auch so ein bisschen Unbekanntes zu erforschen, nicht immer die gleichen Dinge zu machen. Hier habe ich die gute Energie bei dem, was du bisher noch nicht in die nähere Auswahl für deine Themen gebracht hast. Und die Zeit spielt hier eine Rolle, ne? Vielleicht wurdest du hier schon länger damit beschäftigt. Vielleicht sind es auch Familienthemen, die wiederholend auf den Tisch kommen. Möglicherweise ist hier auch wirklich tatsächlich eine Phase für etwas abgelaufen. Das heißt, die Zeit ist reif, dass man sich vielleicht nicht mehr viel zu sagen hat oder dass man andere Prioritäten hat. Und du solltest dich hier, um dass du dich wohlfühlst, für dich selbst entscheiden.
Wir haben hier Richtungswechsel im emotionalen Bereich. Die gehen hier damit einher, dass du vielleicht Wege wählst, die man so von dir nicht kennt. Dass du Chancen nutzt, dass du deinen ganzen Mindset sozusagen einen anderen Dreh gibst und damit die Seiten wechselst für etwas, was für dich lohnenswert und gewinnbringend ist. Nenne es hier Lösung. Möglicherweise ist es hier auch so, dass die Finanzen ein bisschen angedeutscht sind. Dass man schwankende Gedanken hat, so zum Leben und zum Versorgtsein. Hier habe ich, dass du auf eine Lösung kommst, einen Weg finden kannst, eine Brücke nutzen kannst, die du längere Zeit nicht gesehen hast. Und die kommt über deine Intuition oder über das Verändern deines Mindsets zu dir und klärt die Dinge auf. Ne, das geht hier um. Ach, ich sag mal, langwierige Dinge, die sich dir nicht erklärt haben, wie könnte das sein, ne? Wo könnte was machbar sein, weil du eben immer die gleichen Gedanken zu etwas gehabt hast, ne? Du hast ja auch so ein bisschen die Nase voll oder wir von Schwierigkeiten, von stagnierenden Dingen, von Drama, das nicht unseres ist. Und das scheint ja so ein Kreislauf zu sein. Es kann auch etwas sein, was mit Nähe und Distanz zu tun hat. So praktisch, komm her, geh weg. Und das im ständigen Wechsel, was natürlich auch mega müde macht, wenn man öfters mal im Unklaren stehen gelassen wird. Aber hier kommt die Lösung auch auf dem emotionalen Bereich. Also die kommt von niemand anders. Das zeigt dir dein inneres Selbst auf. Möglicherweise bist du bereit, Dinge zu beenden, die lange mit dir gelebt haben, um neue Wege zu gehen. Also sprich du nimmst eine Möglichkeit, die du noch nie ausprobiert hast und kommst somit zu der Lösung. Und ich glaube, dass das nichts Großes ist. Das ist ein kleiner Schritt in eine andere Richtung und zack, ist die ganze Sache greifbar. Dein Herz möchte sich wohlfühlen. Dein Herz möchte Leidenschaft erleben. Dein Herz möchte mal wieder so dieses Gefühl von, ich brenne für irgendetwas, ich fühle mich nicht ständig. Ich weiß nicht, wir haben das öfters in den Legungen. Vielleicht ist es im Kollektiv tatsächlich so, dass die große Masse irgendwie müde von vielem ist und das Gefühl hat, dass ich nichts tun kann und vergisst dabei, dass das, was man für sich tun kann, ne? Also wir können ja die Welt nicht anhalten, wir können sie nicht retten. Es wird jeden Tag morgen, es wird jeden Tag Abend, aber wir können eben bei uns suchen, was können wir im kleinen Bereich für unseren Mindset tun, dass wir vielleicht die Einstellung zu vielem auch verbessert kriegen. Wir können die Welt nicht retten, wird hier wahrscheinlich an sich die Überschrift sein. Wir haben hier unten noch ein bisschen berufliches Thema. Auch da geht es, sich dem zuzuwenden, was gewinnbringend ist, Blockaden zu überwinden. Hier liegen die Arbeitskarte liegt hier unter dem guten Stern, hier auch mit den Aufträgen gebunden sein. Aber ich habe auch hier die angezogene Handbremse. Irgendwas macht einen müde, irgendwie könnte es langweilig sein. Irgendwas macht unzufrieden und man darbt so dahin, weil man es eben muss, aber es ist jetzt nicht die Erfüllung. Und das macht hier oben in der Krone unseren Stress und hier unten haben wir eigentlich aber uns selber liegen. Das heißt praktisch, stell dich dir nicht selber in den Weg, verändere deinen Mindset, deine Einstellung zu den Dingen, denn dann kannst du hier auch erblühen, aufblühen, die Geschenke des Lebens sehen. Was ja manchmal, wenn man so eine Zeit hat, wo man denkt, boah, Langeweile, jeden Tag das Gleiche, vielleicht auch manchmal Unterforderung, ne?
Es gibt nichts, wo du richtig hier deinen Spaß dran findest oder deine Erfüllung. Und um das geht es mit. Und natürlich um das, dass du deine Kraft für dich investierst und nicht das Drama anderer Menschen nährst. Wobei ich genau das auch zu dieser Einstellung zähle, dass man eben seine Gedanken, seine Werte, seine Einstellung, die hat man hier so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits möchtest du helfen, andererseits merkst du, dass du es nicht kannst. Und da liegt dieses, was heißt Problem? Ein Problem ist es ja keins, es ist eine Entscheidung für dich. Okay, hier haben wir jetzt zwei gekriegt. Ich brauche kurz meine Brille. Aus dem Gesang der Vögel von den Naturflüstern haben wir einmal den Nymphensittich, der sagt uns hier: Du bist sehr gesellig und liebst es, mit Menschen zusammen zu sein. Wie ist es derzeit um dein soziales Leben bestellt? Hast du die richtigen Menschen an deiner Seite? Das könnte ja treffender hier oben gar nicht sein. So, und dann haben wir hier noch den Goldammer. Ich fliege zu dir und bringe dir Würde, Reichtum und Feinfühligkeit. Komme ganz bei dir in deinem Herzen an und entdecke den Schatz in deinem Innern. Okay, dann nehmen wir noch eine aus dem Decksignale aus dem Zauberwald. Und ich bin gespannt, was da sich noch aufzeigt. Welches Signal dürften wir von dort empfangen? Da jetzt keine kommt, werde ich eine ziehen. Es waren hier auch zwei. Komme in deine Kraft und du wirst geführt auf deinem Weg. Also du driftest hier nicht ins Nirvana ab, wenn du Dinge mal anders machst, wenn du die Kraft, die du hast, für dich benutzt, ne? Und in dich was investierst. Und auch wenn es richtungsweisende oder sogar ganze Glaubenssätze auflösend ist, du kommst auch da wieder damit klar, ne? Vielleicht sogar viel besser als jetzt im Moment mit den Emotionen, die man zu den bestimmten Dingen hat. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich drücke euch und bis bald.